Also ich freue mich heute ganz besonders, dass ich Maja Nowak zu einem Skype-Interview überreden konnte und dass sie sich Zeit genommen hat. Hallo, liebe Maja nach Berlin. Hallo Susanne. Du bist Wegbereiterin. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Nun, Wegbereiter sind für mich Menschen, die in irgendeiner Form Wege entweder wieder einnehmen, die es schon mal gab, oder auch neu bereiten, um gangbare Wege zu finden in Bereichen, wo wir uns vielleicht irgendwo in einer Sackgasse verrannt haben und eben nicht mehr laufen können. Und das betrifft viele Bereiche und es gibt im Moment, finde ich, sehr viele Wegbereiter in auch vielen unterschiedlichen Bereichen. Mein Bereich sind Tiere, im Speziellen Hunde und Menschen. Was können wir von den Hunden lernen und was können wir auch den Hunden geben außer Dressur? Das ist natürlich eine tolle Vision, dass wir was von Hunden lernen können. Mal konkret, was können wir denn von Hunden lernen? Es gibt eine Menge Dinge, ich nenne jetzt aber nur mal zwei. Die eine Sache ist, die ich anders meine, als sie oft verstanden wird, Hunde sind im Hier und Jetzt. Damit meine ich aber nicht, dass sie weder an die Zukunft denken, noch die Vergangenheit wälzen. Sondern ich meine, man kann von Hunden lernen, in seiner Verfassung im Hier und Jetzt zu sein und weder in der Betäubung, in der wir uns oft festhalten, indem wir Alkohol zu uns nehmen, so in den Fernsehapparat gucken oder in den Computer oder Tabletten nehmen oder indem wir zu einem Guru gehen und den Guru als Medikament nehmen und so weiter. Oder in dieser ununterbrochenen Betriebsamkeit, die unser Nervensystem ja auch kann, aber eigentlich eher bei Gefahrensituationen, um dann wieder ins Hier und Jetzt runterzufahren. Nun fühlen wir uns heute meistens potenziell in Dauergefahr, zum Beispiel, weil wir Angst haben, unseren Beruf zu verlieren oder unsere Existenz, und bleiben dann immer in dieser Betriebsamkeit oder wir strengen uns wahnsinnig an, von früh bis spät, damit wir gemocht werden und wertgeschätzt werden. Und das machen Hunde nicht. Noch eine Sache, wenn ich die noch nennen kann. Hunde leben, wenn man ihnen nicht dazwischen kommt mit Dressur, leben einfach ganz natürlich ihre Potenziale. Sie machen es auch, wenn sie dressiert sind, aber man sieht es dann häufig eher in der Gruppendynamik. Also wenn Hunde, die müssen sich bis eben noch gar nicht so toll verstanden haben, aber wenn dann was passiert im Außen, reagieren die als Gruppe drauf und dann macht jeder, was er am besten kann. Und wir Menschen machen das leider nur noch in Ausnahmesituationen, zum Beispiel, wenn es ums Überleben geht bei Katastrophen. Dann auf einmal macht jeder Mensch instinktiv zum Wohl der Gruppe und zum Überleben genau das, was er kann. Und was sagt uns das? Es sagt uns darüber was aus, dass wir meistens im Alltag beschäftigt sind, Dinge zu tun, um zu zeigen, dass wir liebenswert sind, dass wir irgendwas besonders gut können und strengen uns da furchtbar an. Aber wir tun es nicht einfach, weil es getan werden muss. Es gibt hier übrigens noch einen ganz spannenden Zuhörer, die hier die ganze Zeit... So einen könnte ich auch aktivieren. Ja, also ist hier ganz mit langen Ohren will sie dir hier zuhören und stupst mich die ganze Zeit hier unter dem Tisch. So, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, mein Lieber. Ich aktiviere auch gerade mal alles ein bisschen. Ja, guck mal. Gut, lass uns nochmal zurückkommen auf das Hier und Jetzt und jeder gibt in die Gruppe das, was er am besten kann. Also ich als Hundehalter stelle oft fest, da kommt eine Gruppe frischer Hunde so zusammen und ich verstehe aber gar nicht, was denn da so abläuft. Die schnuffeln aneinander rum, die einspielen die anderen. Was wird denn, wenn so Hunde auf der Wiese zusammenkommen, was wird denn da immer so konkret erstmal ausgecheckt? Also die Hunde checken aus, welche Qualität der andere hat.
Also Hunde wissen sofort, ob sie es mit einem Entscheidungsträger zu tun haben oder eben mit einem Hund, der kein Entscheidungsträger ist. Sie spüren, welches Temperament ein anderer Hund hat und welchen Grad an Autonomie, nenne ich das. Ja, und wenn ein Hund sehr autonom ist, ist er eben ein Entscheidungsträger. Es gibt auch Hunde, die haben eine gewisse Autonomie. Das wäre so bei uns der Typ Abteilungsleiter. Der braucht einen großen Marschbefehl und dann will er die Dinge selber umsetzen und nicht noch gesagt kriegen, wie. Und dann gibt es Menschen und Hunde, die sind sehr wenig, haben wenig Autonomie und fragen immer wieder nach. Die sind auch sehr wichtig, um Dinge gut auszuführen. So, die Hunde wissen das voneinander, weil die haben ja nichts durcheinander gebracht wie wir. Bei uns in den Führungsetagen tummeln sich Menschen, die viel zu wenig Autonomie haben. Also sie hatten eben Beziehungen oder sonst was. So. Dann checken die Hunde also, welche Qualität hat zum Beispiel der Leithund oder diese, ich nenne die jetzt mal Mitarbeiter, ja. Und darum geht es. Dann geht es noch darum, kann man in irgendeiner Form sich ergänzen? Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel zwei dort sitzen würden, nicht nur du, Susanne, sondern eben neben dir noch eine andere Frau, die zur selben Zeit mit mir ein Interview führt. Das wäre für mich ziemlich bekloppt. Ich wüsste ja nie, wem ich jetzt antworte. Wenn ich dir nicht antworte, bin ich unhöflich der anderen Frau gegenüber und umgekehrt. Das hast du, wenn zum Beispiel zwei Leithunde in einer Gruppe sind, und ein Mitarbeiter. Und jeder Leithund sagt dem Mitarbeiter jetzt, was zu tun wäre. Mhm. Und der andere Hund, der dann quasi der ausführende Hund ist, wird dann die Luft anhalten. Er wird gar nichts machen, weil er bringt sich sogar in Gefahr. Denn wenn er für den einen Hund was macht, kriegt er von dem anderen eins über die Rübe. Also kann passieren. Mhm. Ich sage das jetzt mal drastisch. Das sind identische Situationen, wie sie bei uns Menschen entstehen würden, wenn Doppelungen passieren, die sich nicht gut ergänzen. Mhm. Ja, man kann das kurzzeitig auch immer irgendwie ausgleichen oder bewältigen, aber es macht natürlich keinen Spaß. Und wir haben oft in unseren Teams ganz oft völlig falsche Besetzungen. Da sind Menschen, wie ich schon sagte, Entscheidungsträger, die sich jeden Tag überfordern, weil sie Angst haben, dass rauskommt, dass sie das eigentlich gar nicht gut können. Dann sind Menschen, die wirklich sehr gute Entscheidungsträger wären oder sind, in der Position des Ausführenden und haben es schon bis hier, weil sie einfach gar keinen Bock haben, Dinge auszuführen. Es ist, das wäre so, als wenn ich meinen Leitung bei Eda bitte, jeden Tag mal Sitz und Platz und solche Dinge zu tun, der würde einfach sagen, auf Wiedersehen, ich gehe woanders leben. Was können wir denn daraus lernen? Also müssen wir einfach mehr klar sein oder müssen wir mehr authentisch sein? Ja, wäre ja nun nicht übel, weil es ist zum Beispiel nicht anstrengend, man selbst zu sein. Ja, so. Wir strengen uns ja aber doch ständig an. Und wir könnten zum Beispiel nicht mehr gegen die Realität ankämpfen. Das beginnt eben, also die meisten Kinder sind noch so wenigstens etwas real, bis sie dann eben in die Schule kommen. Und in der Schule beginnt, das ist ja eine gemeinsame Einigung, da sind ja jetzt nicht nur irgendwelche Lehrer schuld, dass alle in derselben Zeit denselben Stoff zu erlernen haben. Ein Kind aber, was introvertiert ist und langsam und was auch dessen Ressource ist, wir brauchen Wesen, die langsam bedächtig sein können für viele Dinge, wird dann gezwungen, hektisch zu werden, schnell zu werden und kippt quasi aus seiner Kompetenz und muss etwas dauerhaft erlernen. Unsere Gesellschaft fordert Schnelligkeit, sonst ist man schnell eine Trantute. Ja, wird darin aber nie gut werden, dieser Mensch oder auch dieser Hund. Ja, also wenn man einfach bei Kindern erstmal hinschaut, wer sie sind und dann entscheidet, wie sie Dinge leisten können, dann würden wir uns Menschen überhaupt nicht so kaputt machen und so unecht kreieren. Und Kinder, die dann eben merken, sie sind nicht mehr in ihrer Kraft, werden natürlich auch, weil das abgewertet wurde. Wenn an dir abgewertet wird, dass du langsamer bist, dann wirst du das auch an dir selber irgendwann abwerten. Und wirst immer versuchen, schnell zu sein. Es darf nicht rauskommen.
furchtbar anstrengend. Wie machen das denn die Hunde? Die urteilen ja nicht, ne? Nö, das ist ja auch vollkommen bekloppt, dass wir das machen. Ne? Das ist eben, also wir müssen uns aber schon klar machen, dass wir das ja selber tun. Wenn jemand anders über uns urteilt, ist das ja dessen Handlung. Da habe ich ja keine Handlungsfähigkeit selber. Deswegen ist es nicht meine Angelegenheit. Was jemand anders macht, ist seine Sache. Aber wenn ich mich verurteile, ist es meine Angelegenheit. Und das kann ich ändern. Ja, dass ich mich anerkenne und wertschätze in dem, was ich bin. Natürlich ist das gegen jede Umwelt ziemlich schwierig. Ja, aber man kann, wie machen das die Hunde? Ja, die Hunde würden jetzt nie jemanden, der ständig neue Entscheidungen treffen musste, würden die jetzt nicht die langsamste Trantute nehmen, nämlich einen introvertierten Leithund zum Beispiel, der nachgewiesenermaßen eine Stunde so dasteht und sich was Neues so angucken muss. Das wäre einfach bekloppt. Wenn dann jemand da ist, dabei ist, der schneller Entscheidungen erfassen kann, wird der sich einschalten. Mhm. Ja? Also diese Spielräume gibt es bei uns noch nicht, weil zum Beispiel, wenn ein junger Chef irgendwo anfängt in einer Firma und er hat dort angenommen, er ist auch wirklich ein Entscheidungsträger, nehmen wir mal diesen positiven Fall an. Und dort sitzt eine alte, erfahrene Chefsekretärin, die seit 30 Jahren dort den Laden schmeißt. Ist kein Schlussentscheider, aber ist eine super Sekretärin. Der wird aber nicht Kritik von dieser Frau annehmen, weil er eben dann Angst hat, er wird nicht wertgeschätzt, er ist bloßgestellt worden oder. Das machen Hunde. Mitarbeiter, die gut sind, kritisieren Entscheidungsträger, die erst lernen müssen. Und zwar im deutlichsten Maße. Hier sieht man drei Hunde, die zwei dunklen Hunde leben miteinander, sind Mitarbeitertypen. Der blonde Hund ist ein Leithund, Raida. So. Der ist interessiert an dem kleinen Jagdhund. Das ist so ein jugendlicher Herausforderer. Der sagt, boah, du bist ein toller Chef. Ein toller Buddha. Aber ich will jetzt erstmal sehen, was du noch so drauf hast. Kannst du denn zum Beispiel so schnell rennen wie ich? Ich bin ein Porsche und du bist ein Geländewagen, der nur schwer in Gang kommt. Was hast du da für Ideen? Die Idee imponiert mir jetzt nicht so besonders, dass du mich versuchst einzuholen. Jetzt kommt die Hündin dem Leithund zu Hilfe und macht einfach einen Vorschlag und sagt, hier, Raida, ein Geländewagen holt einen Porsche eigentlich niemals ein, deswegen nimm doch lieber diesen Stock und mach ein bisschen Ressourcenarbeit, was er gerne in Anspruch nimmt. In deinem Buch Abenteuer Vertrauen habe ich gelesen, dass Hunde sich in Gruppen die Kompetenzen stärken. Das fand ich auch total spannend, weil das wäre ja eine wünschenswerte Vision, dass wir das auch könnten. Mhm. Wie kannst du das mal ein bisschen erklären, bitte? Also wir haben natürlich Hunde gezielt zusammengestellt. Wir haben jetzt nicht irgendwie sind auf eine Hundewiese gegangen und haben gewartet, was dort passiert. Ja. Durch die Kenntnis, die wir haben ja 3 Jahre lang Hundegruppen, Haushundegruppen beobachtet und immer wieder zusammengestellt und geschaut, was passiert. Und wenn man die richtigen Ressourcen versammelt, also dass eben zum Beispiel ein Entscheidungsträger da ist, der sich auch ergänzen kann mit jemandem, der Entscheidungen ausführt, oder dass für bestimmte Situationen eben ein, ich nenne die Wächter, ein Informant da ist, Achtung, da droht Gefahr. Dann einer, die nenne ich Kundschafter, die dieser Gefahr sagen, scheuch dich, du hast ja nichts zu suchen. Und im Hintergrund die Entscheidungsträger, die dann Schlussentscheidung treffen und. So diese Kriterien kennen wir nun inzwischen und haben dann Gruppen zusammengestellt. Und dann haben wir oft einen Hund reingetan, der so aus seiner Mitte gekippt war, der, wie wir Menschen oft, nicht mehr weiß, was er eigentlich so kann, der betäubt ist oder der die ganze Zeit in diesem Aggressionsmodus ist, in dieser angestrengten Betriebsamkeit. Ja? Und das war hochinteressant, was die Hunde für Ideen hatten,
diesen Hund wieder in seine Mitte zu bringen. Sie hatten andere Ideen als wir Menschen. Wir Menschen gehen mit so einem Hund, der zum Beispiel immerzu aufreitet bei allen Hunden, nicht aus sexuellen Gründen, sondern um einfach Dominanz zu zeigen und das wie so ein Holzhammer, immer nur den Hammer, bum, bum, bum. Ja. So, der überhaupt kein Repertoire hat. Und wir würden in jeder Hundeschule, das war dann auch immer so, wurde versucht, dieses Aufreiten zu unterbinden. Das ist das Einzige, was uns einfällt. Wenn man mit einer Depression zu einem in eine Therapie geht oder zu einem Arzt geht, dann soll die Depression weg. Ja? Und das machen Hunde nicht. Sie lassen zum Beispiel diesen Hund dann das Ausagieren, dieses, was vollkommen bekloppt ist, was ihm nichts bringt, was noch nie eine Lösung war. Das lassen sie ausagieren, bis der größte Druck vorbei ist. Und dann, wenn der Hund im Hier und Jetzt kurz landet, im Hier und Jetzt sein heißt zum Beispiel sich orientieren. Beim Hund heißt es irgendwo schnüffeln. Dann kam immer eine Aufforderung für ein neues Verhalten von Seiten dieser Hunde. In Form von Spielaufforderungen oder sie haben einen Scheinkampf provoziert, wo sie die Kompetenz dieses Hundes, der zum Beispiel ein Sicherungshund war, herausgefordert haben und aus dem Schuss auf einmal so eine Verteidigung raus für einen der Entscheidungsträger. Wow, das waren Sachen, da hatten wir 10 Meter Gänsehaut. Gibt es auch genügend Filme inzwischen zu. Das bedeutet also, man könnte Probleme lösen, indem, dass man auch vielleicht den Menschen wieder dahin bringt, was er eigentlich kann, was seine Natur ist, anstatt versuchen, das Problem wegzudoktern, wegzuheilen, zu unterdrücken, richtig? Ja, wir werden es ja nie wegbekommen. Was in uns da ist, kann nicht weggehen. Das ist nicht möglich. Und diese Dinge, vor denen wir auch so viel Angst haben, ja, wir nennen, also C.G. Jung hat das Schatten genannt, die Schatten in uns, das sind ja alles nur Dinge, die von anderen, als wir ein Kind waren, abgewertet wurden, weil sie diesen Menschen nicht passten. Man fängt an, diese Verhaltensweisen, die eigentlich Schätze sind, destruktiv zu leben. Wieso? So zwei Seiten derselben Medaille. Also hinter all diesen Eigenschaften, die wir destruktiv leben, steckt immer ein Schatz. Und genau den haben wir in den Keller getan. Und ins Hier und Jetzt wieder zu kommen, dazu muss man meistens einmal durch dieses Gefühl von Gefahr. Das geht nicht anders. Das Nervensystem ist so gebaut. Und da haben wir meistens Angst davor, wenn sich irgendwas bedrohlich, gefährlich anfühlt. Dann sendet unser Körper diese Signale aus, weil wir einfach nicht wissen, dass wir schon lange nicht mehr in dieser Gefahr sind. Die ist vorbei. Das ist ja spannend. Auch total spannend finde ich, was ich in dem Buch gelesen habe, Abenteuer Vertrauen. Du schreibst, Hunde sind die Meister im friedlichen Grenzen setzen. Also ich bin immer erstaunt, wie wenig Konflikte es zwischen Hunden gibt, die sich gar nicht kennen. Wie machen die das? Auch eine tolle Wahrnehmung, weil ich kenne Menschen, die ununterbrochen Konflikte bei Hunden feststellen. Und das hat natürlich was mit den Menschen zu tun. Ja. Mir geht es da ähnlich wie dir. Das Geheimnis der Hunde ist, dass sie angemessen reagieren können auf ein anderes Wesen und auf eine Situation, weil sie ja instinktiv rangehen und ohne Glaubenssätze. Also wenn uns jemand zum Beispiel schneidet mit seinem Auto, dann schießt ja sofort was raus aus uns, so eine Entladung, und wir unterstellen den, der hat das mit Absicht gemacht, so ein Idiot und lalala und so weiter. Und es gibt dann Menschen, die bis abends dann immer noch innerlich verhandeln, was das für ein Idiot war oder so. Und sowas machen ja Hunde nicht. Ja, sie werden bei Gefahr schnell reagieren, angemessen. Also, oder sie werden, wenn zum Beispiel mein Mietje, da habe ich auch ein schönes Video, wie der Mietje einen fremden Hund, der wie irre durch die Gegend rast und meine Gruppe austestet, wie lange er das denn machen darf. Wie ein Bekloppter durch die Gegend zu rasen, um gar nicht mehr ansprechbar zu sein. Und mein Mietje kommt, der kein Entscheidungsträger ist, aber er weiß, wie das geht.
einen Hund einzugrenzen und auszubremsen als Bodyguard unserer Gruppe. Und der immer nur so viel vor diesen Hund geht und ihn ausgrenzt und er nicht mal berührt. Jetzt ist es ja aber so, nicht immer endet eine Begegnung ja wirklich friedlich. Also manchmal knallt es ja dann doch. So. Wie kann ich das denn im Vorfeld als Hundehalter vielleicht in Zukunft schon ein bisschen abwenden oder erkennen? Mhm. Kann ich das auch was kann ich da vielleicht auch für die nächste menschliche Begegnung, die vielleicht ein bisschen aufgeheizt ist, mitnehmen? Aha. Also bei Hundebegegnungen ist es im Prinzip ganz einfach zu erkennen, wann es keine Lösung geben wird. Wenn sich zwei Hunde treffen und sich die ganze Zeit nur so anfixieren und umeinander rumlaufen und so ein bisschen wie in der Muckibude, ne? Hier ich und so weiter. Und man bleibt dann als Mensch stehen und macht einen fröhlichen Schwatz mit dem anderen Hundebesitzer, dann muss man sich nicht wundern, wenn es auf einmal kracht. Ja, weil die Hunde finden keine Lösung. Das sieht man ja schon. Das würde man doch bei zwei Menschen, die so um sich rumschleichen, mit so einer Energie auch sehen. Bei Hunden, die in so einen Wettbewerbsgeist gehen, der auch nicht aufhört. Also dass zum Beispiel so eine irre Hektik entsteht zwischen Hunden. Mhm. Das fühlt sich eben offenbar dann auch nicht gut an für die Hunde. Ich meine jetzt nicht ein schönes, weiches Spielen. Das merkt doch jeder. Wie man immer rauskriegt, wie sich ein Hund fühlt, ob der eigene oder ein anderer, ist, wenn man die Rutenbewegung mit dem Schwanz imitiert. Wenn man jetzt mal ausprobiert, wie sich das anfühlt, wenn man so mit dem Arm macht. Macht man mit dem Arm so, ganz weich? So, merkst du? Mhm. So, das ist Weichheit, Entspanntheit, Einladung, Freude. Das ist Oberfreude, Kreisdrehen. Mach mal Kreisdrehen. So, also man kann jetzt einfach nicht stinkesauer sein, wenn man so macht. Geht nicht. Mach jetzt aber mal so und nur so mit der Hand. So kommen einige Hunde an und machen dann noch dazu. So, also angespannter kann man ja gar nicht sein. Oder wenn man so wedelt, mit dem Arm ganz steif. Ja, und jetzt hat man Freude. Das geht eben nicht. Das geht nicht. Ob jetzt die Rute sich bewegt oder der Unterarm ist schnurz, der Körper kann nichts anderes machen als jetzt dieses Körperteil. So kann man immer rauskriegen, wie sich ein Hund gerade selber fühlt. Ja? Und der Hauptfehler, den die meisten Menschen machen, ist, zu denken, sie müssen jetzt irgendeine Körpersprache erfassen oder so. Es ist alles im Kontext einfach nur wahrzunehmen, wie auch eine Menschenbegegnung. Da spürt man doch auch, ob es da passt oder nicht. Und wenn wir aneinander vorbeirasen würden und immer aus der Ferne uns noch was zurufen und so weiter, passt es offenbar nicht. Sondern bleibt man einfach stehen, begrüßt sich interessiert, zeigt Sympathie und so. Und das machen die Hunde alles identisch. Also eine Begrüßung mit einem Hundebesitzer, der einem angenehm ist, kann man auch, also immer erstmal auch schauen, was bedeutet das für die Hunde. Und wenn es für die Hunde Anspannung bedeutet, kann man einfach ein Stück weiter sich auseinanderstellen und dann sich unterhalten. Und dann ist das für die Hunde in Ordnung. Okay. Apropos, was ist denn deiner Meinung nach das größte Missverständnis zwischen Hund und Mensch? Also das größte Missverständnis ist, dass wir meinen, wir müssen Hunde dressieren, um mit ihnen zu leben. Dein Buch heißt Abenteuer Vertrauen. Magst du uns noch ganz kurz erklären, vielleicht in zwei, drei Sätzen, was du mit dem Titel gedacht hast? Tja, mich hat es sehr viel Vertrauen gekostet und Vertrauen ist auch für mich ein großes Abenteuer. Mit diesem Leithund Raida, um den es in diesem Buch geht, also nicht nur, aber das ist so eine Hauptfigur. Das ist ein Hund, an dem ich wachsen durfte. Und ich musste zum einen das erst verstehen, zum anderen ganz viele eigene Haltung ablegen,
Es sind alles Prozesse, wo man nicht so macht, sondern es sind eben Prozesse, die man sich auch zugestehen kann. Und dieser Hund hat mich einfach nicht aus seiner Nummer rausgelassen. All das Repertoire, was ich hatte für tausende Hunde, also ausprobiert an tausenden Hunden, hat bei dem einfach versagt. Und ich habe zumindest da immer eine innere Stimme hat mir gesagt, dass das genau so richtig ist und sein muss, weil ich sonst nicht weiter wachsen kann. Und so war und ist es letztlich auch. Und ich habe so wertvolle Dinge durch diesen Hund gelernt, für jetzt wieder andere Hunde und auch in der Übertragung in die Menschenwelt. Und von dem habe ich zum Beispiel friedfertige Abgrenzung gelernt, weil dieser Hund, die Leithunde, das sind so die Friedenspfeifen unter den Hunden. Und die können was andere Hunde kaum können. Sie können einfach friedvoll bei sich bleiben. Sie müssen nicht aktiv eine Grenze ziehen. Und eine Grenze ist ja schon auch immer eine Trennung vom anderen. Deswegen haben wir ja, glaube ich, so viel Angst davor. Aber Hunde können das. Sie können einfach nur friedvoll bei sich bleiben, dieser Hund zum Beispiel, und bleibt aber im Kontakt. Und dadurch fühlst du dich nicht bewertet, nicht abgewertet, nicht weggeschoben und so weiter, sondern du merkst nur, so geht das nicht. Und du darfst weiter üben. Und wenn wir uns das schenken gegenseitig, das ist, denke ich, das Allerschönste, was wir schaffen können, dass wir verbindende Grenzen einüben. Okay. Und es reicht, nur friedvoll bei sich zu bleiben. Was ist denn deine dringendste Herzensbotschaft, die du uns mitgeben willst? Also, meine Botschaft, sag mal so, also was ich im Herzen habe als Wunsch, ist, dass Menschen immer mehr verstehen, die Ressourcen, die Wesen, mit denen sie leben, ob das Kinder oder Hunde sind, zu wertschätzen, sich daran zu erfreuen und aufzuhören, andere, die von ihnen abhängen, wie defizitäre Wesen zu behandeln, weil sie ihnen nicht in den Kram passen. Weil sie an irgendwas scheitern, weil sie sich ohnmächtig damit fühlen, sondern vielleicht in Betracht zu ziehen, dass Kinder und Hunde Dinge richtig tun. Und man vielleicht bei sich selber schauen muss, ob man da noch echt ist in bestimmten Bereichen. Und nicht immer weiter diesem Kreislauf folgt, dass man andere auch so formt, wie man selber ist. Also Hunde zum Beispiel, die ja aus dem Tierschutz oder als Welpe ankommen, die sind im Hier und Jetzt. Wenn man die dressiert und in lauter Hundeschulen schleift, die das dann tun, sind die nicht mehr im Hier und Jetzt. Es geht nicht. So, sie sind dann eben entweder diese Dauerbetriebsamkeit, Dinge zu erfüllen, oder sie sind in der Betäubung. Kinder dasselbe. Wenn die Dressur aufhört, die in der Schule beginnt und so weiter, dann haben wir alle eine Chance, weil das sind Weise. Das sind Wesen, die noch so sind, wie sie sind. Und von denen können wir die schönsten Dinge lernen. Das ist ein schöner Schlusssatz und ein schöner Gedanke. Ich werde aber jetzt meine Hunde noch genauer beobachten und versuchen, von ihnen zu lernen. Besonders das im Hier und Jetzt sein. Ich beneide sie oft, dass sie es können, während wir mit den Gedanken schon oftmals ganz woanders sind. Das war sehr, sehr wertvoll, was du uns erzählt hast. Ich danke dir von Herzen. Eine ganz wichtige Botschaft und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Alles Liebe. Dir auch alles Liebe.